Hallo, wir haben wieder neue Informationen zu den Camps und Zeltlagern der Protestler und der Punks in Westerland. Wir waren gestern an der St.-Nikolai-Kirche und warteten mit den Protestlern ab, ob sie eine Genehmigung bekommen, weiter dort zu campen. Diese Genehmigung kam dann am frühen Nachmittag rein, so dass das Protestcamp Flinter an der St.-Nikolai-Kirche in Westerland erstmal weiter bestehen kann. Und natürlich haben wir mit einigen gesprochen, die bei Wolfgang Schäubles Auftritt bei den Punks in Pink dabei waren. In der letzten Woche nahm der ehemalige Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland eine Einladung der Punks an, um sich mit ihnen auf den Rathausmarkt zu unterhalten. Dazu hier im Video etwas später mehr. Erstmal unterhalten wir uns mit zwei Campern, die Sylt echt toll finden. Wie gefällt euch die Insel Sylt bisher? Ja, schön eigentlich. Mhm. Wo wart ihr schon überall? Wo waren wir? Meistens hier in Westerland am Strand oder in den Camps. Wir waren gestern in Kampen. Wie hat euch Kampen gefallen? Ja, es war nett. Ja, war nett. Der Strand? Wir haben Kuchen gegessen und der Strand war richtig schön. Wo wart ihr denn Kuchen essen? Bei Beck. Ist es Beck? Speck? Bäckerei Speck. Ihr wart gestern bei der Bäckerei Speck? Ja. Wow, da muss ja natürlich platt. Da müsst ihr mal morgens hingehen, da sieht man Schlangen, die bis zu 100 Meter lang sind, damit die Leute sich Brötchen holen. Ja, ist auch lecker. Also, ihr empfehlt die Bäckerei Speck in Kampen. Ja, ist auch vor allem billig, finde ich, im Vergleich zu anderen Sachen, die man hier kaufen kann. Aber halt trotzdem auch noch. Ja. Gut. Wie lange wollt ihr noch bleiben? Wir fahren heute ab. Ja. Wahrscheinlich. Leider. Tja, Mensch. Herzlichen Dank. Schöne Empfehlung aus dem Protestcamp. Aus dem Protestcamp bei Bäckerei Speck in Kampen gibt es super Kuchen. So, jetzt einige Worte von Kette, der bei der Aktion mit Wolfgang Schäuble auf dem Rathausmarkt dabei war. Hallo, stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Kette, ich komme aus Leipzig und ja, studiere Germanistik und jetzt hier heute auf Sylt. Wie lange bist du schon hier? Wir sind am Dienstag angereist und sind Dienstag recht spät Abend angekommen. Und wie gefällt dir Sylt bisher? Also es ist super. Also wenn man hier so ein bisschen seine Bubble hat, in der man sich wohlfühlt, in der man viel verkehrt, dann hat man hier halt seine Leute und dann irgendwie aber auch Strand und Dünen und Meer. Und das ist schon ein großer Spaßfaktor. Also gefällt mir sehr gut hier. Aber so alleine würde ich hier, glaube ich, auch nicht hinkommen. Warum bist du hier? Naja, es ist, glaube ich, so eine Portion Wut und eine Portion Spaß irgendwie. Also wir sind hier, weil wir auch irgendwie Urlaub haben wollen und Sylt jetzt ist natürlich erreichbar ist irgendwie. Genau, und dann aber auch natürlich, warum Sylt? Also genau, ich glaube, das ist schon aufgefallen mit dem Kommentar, was hier, oder mit den Kommentaren hier von der Insel, mit der Einführung des 9-Euro-Tickets, dass der ganze Pöbel ja hierher kommen würde und die ganzen Geringverdienenden und BilligtouristInnen. Und da hat sich so eine Bewegung gestartet, die gesagt hat, ja, jetzt fahren wir erst recht nach Sylt. Und ja, das hat mich dazu bewegt, in meiner heißen Uni-Phase dann noch kleine Auszeit für ein paar Tage zu nehmen und hier auch mal hochzukommen. Ist sozusagen so ein gewisser Bildungsurlaub. Ja, es ist auch ein bisschen, also ich glaube, es ist nicht unbedingt explizit intendiert, aber was lernen tut man ja schon auch immer, ja, auf jeden Fall. Also Bildungsurlaub auch, ja. Du warst bei dem Gespräch mit Herrn Schäuble dabei. Was war dein Eindruck dazu? Also ich fand es erstmal sehr beeindruckend, dass man, also wir sind schon große Gegnerinnen von Schäuble, dass man sich so auf neutralem Boden erstmal begegnen kann und tatsächlich erstmal reden kann. Muss ich ehrlich sagen, Schäubles Leistung sehr, sehr schwach. Also der ist ja sehr, sehr schlau und der ist ja sehr rhetorisch sehr, sehr versiert. Aber wenn die Antwort daraus besteht, so lange zu reden, bis man die Ausgangsfrage wieder vergessen hat und irgendwas über seine Kindheit zu erzählen, aber die Frage dann am Ende nicht beantwortet hat, dann finde ich das für so eine politische Spitzenposition sehr, sehr schwach, muss ich ehrlich sagen. Aber es war großes Kino, hat Spaß gemacht. War doch auch beeindruckend, dass er das gemacht hat. Ja, das auf jeden Fall. Das rechne ich ihm auch hoch an. Aber ich glaube, er hatte echt nicht gute Antworten. Also wir hatten, glaube ich, uns echt ein, zwei schlaue Fragen, auch ein, zwei dumme Fragen, aber ein, zwei schlaue Fragen auf jeden Fall überlegt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er da wirklich drauf eingehen kann und vor allem
und das ist, glaube ich, der Punkt, der mich wirklich genervt hat, Eingeständnisse machen kann. Weil er weiß selbst ganz genau, dass er auch auf jeden Fall Scheiße gebaut hat. Und das wollte er aber dann, glaube ich, nicht so gerne sagen. Aber das ist dann wahrscheinlich so die Parteipolitik, ne? Gefahren. Aber ich denke, die Bestrebung wird sein, das Camp hier am Laufen zu halten, mit den Versammlungsbehörden weiter zu kooperieren und versuchen, eine Genehmigung zu kriegen. Weil ich glaube, es kommen immer wieder neue Menschen hier noch an. Ist eigentlich schön hier und eigentlich machen wir auch nichts groß falsch. Also mir wurde gerade noch gesagt, wenn ihr weg seid, ist der Platz wahrscheinlich sauberer, als er war, als ihr gekommen seid. So. Und ich denke, wir sind bemüht und bestrebt. Ich sehe hier im Hintergrund wird auch gefegt, gerade fleißig. Dass hier schön sauber, so dass hier Platz ist zum Campen. Und ich denke, dann haben wir kein Problem. Also dann wird das hier wahrscheinlich auch genehmigt. Das heißt, wenn du wieder nach Hause fährst, nimmst du einen positiven Eindruck von Sylt mit? Auf jeden Fall. Ich habe großen Spaß gehabt. Also ich habe großen Spaß mit Syltis gehabt, mit denen man diskutiert hat. Die einen dann immer große Ablehnung, die anderen haben sich dazu gesetzt und haben noch ein Bier mit uns getrunken. Also ich habe viel gelernt auch irgendwo. Uns hat Spaß gemacht und das ist ja die Hauptsache und das muss im Urlaub ja auch machen. So. Also gerade auch, ja, auch hier im Protestcamp dann jetzt nochmal viele Leute kennengelernt, mit denen ich gerne unterwegs war und ich bin wunschlos glücklich, auf jeden Fall. Herzlichen Dank und eine gute Heimreise. Dankeschön. Ja, interessante Aussagen, auf jeden Fall. Wir switchen jetzt mal recht fix auf den Rathausmarkt, wo die Punks morgens um 11 Uhr schon seit einigen Tagen regelmäßig ihre Plenartreffen abhalten. Dort wird kurz diskutiert, was können wir besser machen, wo können wir sauber machen, wie arbeiten wir besser mit dem Ordnungsamt zusammen und verschiedene Aktionen besprochen. Vor einigen Tagen kam auch der Pastor der Wenningstädter Kirchengemeinde dorthin und machte einige Vorschläge, ob vielleicht die Punks sich in das Leben der Sylter integrieren und unterstützen. Dafür reichte er heute einen Zettel nach, wo die Forderungen nochmal fixiert waren. So ist das im Moment auf Sylt. Eigentlich alles ganz piesig. Sylt befindet sich im Neustart. Und was daraus tatsächlich entsteht, wird man in den nächsten Wochen auf alle Fälle sehen. Nach unseren Informationen hat übrigens schon einer der Punks vor, hier zu bleiben und am Flughafen ein Atelier zu eröffnen. Herzlich willkommen hier auf der Insel. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis später, euer Sylt Emotion.